ist jetzt das dritte Mal, dass ich mich mit Don Giovanni beschäftige. Also es ist meine dritte Inszenierung. Und die Zusammenarbeit mit Christian Gerhard war eigentlich für mich entscheidend, dass ich zugesagt habe dieses Mal. Ich hatte immer das Gefühl, dass man so in der Figur tiefer schürfen muss. Und das schien mir mit Christian Gerhard ideal. Giovanni ist für mich jemand, der ganz am Anfang von dem Stück sich mit Tod auseinandersetzen muss. Er tötet den Komtur und in dem Moment, wo er dem Sterbenden ins Auge blickt, sieht er sich selbst wiedergespiegelt. Das Bild des Fechtkampfes taucht am Ende von dem Stück, also in meiner Inszenierung, noch mal ganz deutlich auf als ein Höllenbild, wo dieser Moment zu töten und zu sterben sich vervielfältigt in einer albtraumhaften Sequenz. Meine Aufgabe bei der Inszenierung ist, dass ich den Darstellern das Bühnenfechten beibringe. Ich glaube, jeder weiß, dass auf der Bühne nicht gestorben wird, aber es soll so aussehen. Und es muss eine Ästhetik haben, es soll aber so sicher gearbeitet sein, dass sich keiner verletzt, weil es ist nicht ungefährlich. Bühnenfechten, das bedarf wirklich auch sehr, sehr viel Geduld, weil man in kleinen Schritten vorangeht. Und ich habe das Gefühl, dass Christian Gerhard eine ganz, ganz tolle Entwicklung gemacht hat. Und solche Choreografien machen Entwicklungen. Ne, die fangen ganz langsam an und es dann, wenn es sicher im Körper ist und im Kopf, dann auf Tempo gegangen wird. Und Christian macht sich sehr gut. Don Giovanni habe ich mir gewünscht und das war auch ein lang gehegter Wunsch. Dan Löber hat gesagt, er möchte einen neuen Giovanni machen. Willst du den machen? Ich sofort ja gesagt. Also da habe ich überhaupt nicht überlegt. Ja. Das ist kaum zu glauben, in welcher Art und Weise Mozart es verstanden hat, seine Musiksprache noch mehr lebendig zu machen. Also es gibt kaum schönere Musik wie diese. Und im ersten Finale taucht plötzlich eine Bühnenmusik auf. Es gibt drei Orchester. Es gibt ein Bühnenorchester, das hinter der Bühne spielt, und dann gibt es zwei kleine Orchester auf der Bühne. Sozusagen, als ob man in einem großen Ballsaal ist und in jedem Saal findet eine andere Musik statt. Mozart überlagert diese ganzen Tänze. Dadurch begegnen sich so einige Töne, die damals fremd waren miteinander. Das ist so faszinierend. Don Giovanni ist in meiner Inszenierung ein poetischer Totentanz, in dem Gedanken nachgegangen wird, wo befinden wir uns hier auf dieser Erde, was heißt Tod, aber wo ist auch der Moment, wo es Sehnsüchte gibt nach Liebe.